Ah ja. Kai's Crawler. Das ist perfekt, Jule. Danke. Mac, sei brav. Tut mir leid. Ist schon gut. Du kennst keine Menschen mit solchen Beinen, hä? Dabei hatte ich noch Glück. Wurden amputiert, bevor sich die Infektion ausbreitete. Sandteufel. Stufe 3 Ausbruch. Erst war Chicago dran. Von dort ging's weiter. Wir flüchteten zu einer der Schutzzonen. Nicht schnell genug. Und du? Ost- oder Westküste? West. Südlicher Sektor. Ich hörte da was schlimm. Hast du jemanden verloren? Meine Mom. Das tut mir leid. Ist schon gut. Mein Dad und ich, wir haben auf uns aufgepasst. Wir wollten zusammen nach Neu-Eden kommen. Aber er musste dann auf ein anderes Schiff. Dann ist er wohl im Orbit und schläft wie alle anderen, bis das Terraforming fertig ist. Hey, Seth! Kannst du ein bisschen aufdrehen? Hier. Könnte helfen. Woher hast du diesen Kern? Ich habe sogar noch mehr davon. Aber ich weiß nicht, was sie sind. Sie heißen prismatische Kerne. Geheimes Mandatzeug. Ich habe bisher nur Gerüchte gehört. Haben den Pylon repariert und funktionieren auch auf anderen Neu-Eden-Systemen. Wenn wir genügend finden, können wir vielleicht das Terraforming wieder hinkriegen. Oder noch viel mehr erreichen. Ich bin mir nicht sicher. Die Kernfabrik hat vielleicht Antworten parat. Ich repariere meine Beine und komm nach. Und solange, Seth, gehst du mit Jule. Keine Sorge, dir passiert nichts. Stimmt's, Mac? Und trotz des Updates sehen diese prismatischen Kerne immer noch total hässlich aus. Also ich meine, die sehen echt super mit den Farben und so aus, aber die sind halt so pixelig. Das finde ich halt sehr schade. Und der Rest doch eigentlich recht hübsch. Ja, es ist ein Wüstenplanet, da gibt es nicht viel zu machen, aber die Sachen, die es da drin gibt, sehen ja eigentlich echt gut aus. Neuer Begleiter, Kernbot Seth, hat sich deiner Crew angeschlossen. Also, um zur Kernfabrik zu gelangen, musst du nach oben und über die Grube. Gute Nachricht, Seth ist ein Spitzenkletterer. Schlechte Nachricht, er hat Höhenangst. Na los, super. Seth. Wir machen es zusammen. Komm, Seth. Der ist voll süß. Auch wenn es wie aussieht wie eine Spinne. Und seine Kollegen nicht so süß sind. Aber Seth ist süß. Ich meine, er kann super klettern, hat aber Höhenangst. Und ist auch sonst eher so ein kleiner Feigling. Ja, was ist denn mit den Grünen? Dumm gefragt. Ich kann mit dem nichts machen. Ach, Jule. Mit dem kann ich irgendwie nichts machen. Greift er mich an, wenn ich hier hingehe? Anbringen. Ah! Oh, wie cool! Seth, nimm mich mit!
Ach, dafür sind die Dinger. Ich dachte, ich muss da dran klettern. Hier drüben, Chef. Wie cool ist das denn? Das war nicht ganz so cool. Seth? 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 Ich weiß nicht, da greift er mich nicht an, solange ich ihn nicht angreife. Es wäre eigentlich fast so schön, um mal zu sein. Wie cool ist das denn? Ob ich für den auch Teile finde oder ob der jetzt nur temporär bei uns ist. Halt nur so lange, wie es Kai besser geht. Ich bin irgendwie nicht nah genug, dass das Ding aus... dass das X erscheint. Also ich kann es wirklich erst benutzen, wenn das X da erscheint. Das heißt... Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, ich hätte da nochmal anbringen drücken müssen. Ach. Nein, 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 nein. Hier drüben, Seth. Komm mit, Seth. Alter. So ein... Mache ich dir Schaden? Resistent. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Komm her, Seth. Sehr schön. Mit denen spielen wir nicht. Ist aber auch echt schwer zu wissen, wo es denn hingeht. Wenn man den Weg nicht kennt. Also der will dann da noch... Du bist voll süß. Also der will dann da hoch. Meine Güte. Angst? Ich? Niemals, Seth. Du warst super. Ganz toll gemacht. Mein Headset sitzt gerade ein bisschen kacke. So. Seth, komm. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Bauplan K9. Das ist wieder was für... Aber hatten wir nicht? Aber das kann ich hier nicht sehen, ne? Nee, die Dinger kann ich nicht sehen. Ich glaube, wir hatten doch auch was für ihn gefunden, oder nicht? Ich bin mir gerade unsicher. Ach Gott. So mich immer schreckt. Okay, wo müssen wir denn hin? Na, wenn wir da hingehen, dann schleudert er mich da nach drüben. Und dann gehen wir den ganzen Weg da nach hinten. Zurück zu mir. Karte.
Das ist der Moment. Reinzoomen. Kann ich hin reinzoomen? So. Ne, die Energiezellen sind alle hier irgendwo. Vorsicht, Seth. Fall nicht runter. Da unten liegt einer. Das wollte ich alles nicht. Also es wird dann vielleicht... Nein, das wird dann vielleicht hier sein. Nee, das wird... Nee, das wird die sein, wo wir es gerade eben gesehen haben. Und dann liegt irgendwo da noch einer. Kann das sein? Oder sind die jetzt... Oder werden mir jetzt die ihr auch noch angezeigt, wenn sie da schon drin sind? Wo ist denn dann die dritte? Das zeigt mir an, dass ich da hin muss. Weißt du was? Scheiß doch drauf! Es geht los! So. Ich denke mal... Da wird mir zumindest mal angezeigt, dass ich hin soll. Mist. Aua. Och nö. Ach. So ein Kack. Komm ich denn da jetzt wieder am besten hoch? Lila! Das ist dann vermutlich... Bis wie könnte ich denn... Bis wie könnte ich beide aktivieren? Nein! Hörst du auf! Ich habe die Sofort-Extraktion verpasst. Nein! Alter, hör auf, das Ziel zu wechseln, du blöde Kuh.
Die Kämpfe machen echt keinen Spaß, wenn sie einfach von sich aus die Ziele einwechselt. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Wenn ich einen anvisiert habe, dann soll sie den auch anvisiert lassen. Kannst du auch suchen? Ach so. Nö, nee, scheinbar nicht. Falsch gedrückt. Sorry, Seth. Hey. Habe ich geschlafen, vermutlich. Hä? Ich bin nur das letzte Mal da ganz hochgekommen. Wie habe ich das denn gemacht? Was mache ich gerade falsch? Ich habe keine Ahnung. Kommen wir halt da hoch irgendwie. Einen haben wir zumindest mal. Ja, der ist nicht kaputt. Muss ich im Flug machen? Nee, muss ich nicht. Oh! Seth, du bist voll niedlich. Oh Gott, wenn ich die Platten nicht sehe, habe ich immer so ein ungutes Gefühl dabei. Okay. Gute Arbeit geleistet, Seth. Jules, es wird dich freuen, dass freitags immer noch der traditionelle Filmabend ist. Obwohl ohne dich das Wohnzimmer echt schlimm aussieht. Ich sollte wirklich das Popcorn und die Pizza und was auch immer das ist, wegräumen. Die alten Monster- und Science-Fiction-Filme sind die besten, oder? Frankenstein, 2001. Ich habe mich immer gefragt, warum wir glauben, dass sich unsere Schöpfungen gegen uns wenden müssen. Es ist verrückt, aber diese Filme haben meine Forschung stark beeinflusst. Ich dachte, wie könnte man künstliche Intelligenz menschlicher machen? Müssten wir ein Menschengehirn in einen Roboterkopf verpflanzen? Haha, aber Spaß beiseite. Meine Kern-KI für das Mandat ist ziemlich revolutionär. Vielleicht gibt es eines Tages einen Film darüber. Ein mit Happy End natürlich. Naja, ich bin jetzt persönlich nicht so ein Fan von Monsterfilmen, also Dracula, Frankenstein, das Ding aus dem Sumpf, Werwölfe und sowas. Von daher, jo, wenn ihr meint. Was ich jetzt aber mal ganz kurz machen muss, ich muss mal ganz super dringend, muss ich schon seit einer halben Stunde auf die Toilette. Bis gleich! So, da bin ich wieder und jetzt geht es mir auch gleich viel besser. Wir haben ja noch ein bisschen was zum Einsammeln. Ich glaube, das da unten bedeutet speichern. Ich hoffe es für das Spiel. Huch. Okay. Huch.
genau dazwischen gefallen. Warum leuchtet das hier so? Ist hier nicht. Und das von der Lampe da hinten? Das könnte natürlich sein. So, jetzt haben wir einen Haufen Kram eingesammelt. Müssen wir jetzt hier den letzten Bot holen. Kernfabrik-Anforderung. 6 von 6, Level 10. Wir müssen scheinbar Seth dabei haben. Es gibt einen... ist das ein Kern? 6 von 6 Kernen, das könnte sein. Also ein Kern gibt, so ein Prisma, denke ich. 9 Truhen und ein Health Upgrade. Okay. Ich habe sogar 7 Kerne. Los ist gut. Es gibt kein Zurück mehr. Kernanalysator. Ich habe leider keinen Zugriff auf die Baupläne der Fabrik, aber ich versuche euch hinzulotsen. Klingt gut. Mac, Seth, also los. Erst schießen, dann fragen. So macht man das. Was ist das denn? Damit kann ich nichts anfangen. Okay. Was war das? Da war eben eine Explosion. Voll gegen das Kabel gelaufen. Da auch welche. Da ist noch einer. Oh, die sind echt schlecht zu sehen. Da ist noch einer. So. Boah, Level 13. Schon bin ich tot. Ah, super. Oh, den armen Seth hat's erwischt. Nichts extrahieren, solange ich zwei hier habe. Keine Ahnung, was Schulz da teilweise noch an. Sag mal! Hier drüben, Seth! Scheiß doch drauf.
Halt! Ich war noch nicht vorbereitet.